Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier auf Gameplay Gamers. Ich möchte euch jetzt mal eine Collector's Edition vorstellen, die vermutlich nicht so viele von euch haben werden. Zumindest glaube ich es nicht. Und die Rede ist von Hellgate London in der Collector's Edition. Diese Collector's Edition, die ist so nicht in Deutschland erschienen. Die gab es also nur in den USA. Also ihr seht hier unten noch das ESRB, so wäre es richtig gewesen, Major Logo. Sprich, das Spiel ist in den USA ab 17 Jahren freigegeben. Ja, ihr wisst ja, wie das ist. In den USA darf so viel Gewalt wie möglich in einem Spiel sein, Sex aber nicht. Dann drehen die Leute durch. So sieht das die Packung von der Rückseite aus und beschreibt dann alles, was in dieser Box enthalten sein sollte. Auf der Unterseite sind die Systemanforderungen abgebildet. Ich halte das mal in die Kamera. Man kann es leider auf dem Display hier schwer erkennen. Es sollte aber eigentlich alles gut. So, jetzt habe ich ein klareres Bild. Hier sollte jetzt wirklich alles drin sein, damit ihr sehen könnt, ob das Spiel auf eurem System läuft. Ich muss aber allerdings dazu sagen, das ist ein Spiel für Windows Vista, also es war eines dieser ersten Vista-Spiele und es ging ja das Gerücht um, dass das Spiel damals nur auf Windows Vista erscheinen sollte oder unter Windows Vista laufen sollte. Das war es im Endeffekt nämlich nicht, weil sonst hätte ich mir damals tatsächlich Vista gekauft, weil ich Hellgate London unbedingt spielen wollte, doch darauf komme ich gleich nochmal zurück. Ob das Spiel jetzt unter Windows 7 läuft, ich habe keine Ahnung. Was ich dazu sagen muss, die Server sind, soweit ich weiß, in Europa abgeschaltet. In Asien gibt es Server und dort wird, glaube ich, auch momentan ein Hellgate Tokyo entwickelt. Und da bin ich auch schon mal ganz gespannt drauf und ich frage mich, ob das überhaupt jetzt dann erscheinen wird. Also einen Blick werde ich auf jeden Fall riskieren. Diese Box ist ziemlich groß. Es ist ein bisschen schwierig, hier ein ordentliches Video damit zu machen. Das ist quasi so eine Pappschachtel irgendwie. Ich würde das euch gerne mal zeigen, wie das innen aussieht. Also einfach richtig hohl. Ne? Also sehr dünn und wabbelig. Und das ist dann natürlich wieder ein bisschen Hardcover-mäßig gestaltet. Auf der Rückseite im Grunde das Hellgate London Logo, das ist auch die Rückseite, die ihr gleich auf der DVD-Packung finden werdet. Und so sieht die Box jedenfalls von innen aus. Zum einen enthält das dann hier natürlich das Spiel Hellgate London. Das ist dann auf, ich glaube, zwei DVDs sind es, wenn ich mich hier nicht täusche. Es ist eine Game Disc und eine Bonus Disc. Was auf der Bonus Disc ist, kann ich aus dem Kopf nicht sagen, ist schon etwas her. Ich denke mal einfach ein paar Interviews oder Trailer oder halt Bonusmaterial. Dann ist hier natürlich eine Anleitung dabei, die ist dann selbstverständlich komplett auf Englisch. Ich weiß, es ging früher das Gerücht um, dass das Spiel auf auch auf Deutsch gespielt werden könnte. Das war allerdings in der US-Fassung hier, soweit ich weiß, nicht möglich. Obwohl es das sein sollte, wie ich euch ja gesagt habe. Es gibt zwar auch ein paar, Sprachpakete, aber die haben mit zumindest nicht mit der Collector's Edition funktioniert, weil sonst hätte ich das gerne mal umgestellt. Aber falls das doch gehen sollte, schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare, dann würde ich es vielleicht gerne nochmal ausprobieren. Das Spiel ist im Jahr 2038 angesiedelt und ein paar Aliens überfallen die Welt und das Spiel ist dann so ein bisschen wie Diablo ausgelegt, sprich Hack and Slay mäßig, aber trotzdem ist es ein Action-Rollenspiel. Man muss seinen Charakter verbessern und so weiter und so weiter. Und das Spiel sollte jeder, das System sollte dann jeder kennen und Diablo-Fans warten momentan eh auf den dritten Teil, also ich konnte Diablo nie etwas abgewinnen. Und Hellgate London hat es meiner Meinung nach genau richtig gemacht und Diablo in die, sozusagen haben die es ja in die dritte Dimension übertragen. Und Diablo 3 ist ja immer noch aus der Oben-Perspektive und ich finde, dass sie das so bunt machen und so hässlich World of Warcraft, also es ist schon ein bisschen hübscher als WoW, finde ich, aber es ist mir zu bunt und ich werde mir Diablo 3 sicherlich deswegen nicht holen, weil ich habe den zweiten Teil auch kaum gespielt. Beiliegend ist ein Comic, welches so ein bisschen die Geschichte erzählt. Wenn ich gespoilert werden will, hört jetzt einfach mal weg. Ich sage euch dann, wenn ich das Comic weglege. Ich werde euch jetzt natürlich nicht das gesamte Comic zeigen, sondern damit ihr so mal so ein bisschen den Eindruck bekommt, wie das Comic aufgebaut ist oder der Comic aufgebaut ist. Und ja. Auf jeden Fall eine nette Ergänzung
zum Spiel, aber braucht man nicht unbedingt. Hier liegt jetzt noch ja, eine Special Promotion dabei, ein Special Code. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist, irgendwie, ob der Code überhaupt noch funktioniert. Falls ihr daran Spaß habt, könnt ihr ihn gerne einsetzen. Das Spiel ist übrigens 2007 erschienen. Und zu guter Letzt haben wir dann noch quasi das U-Bahn-System von London, weil man muss sagen, auf der Oberfläche laufen die mutanten Zombies und Aliens und sonst was rum. Und hier in den U-Bahn-Schächten kann man sich halt zwischen den einzelnen Städten, würde ich jetzt mal behaupten, also sprich die Sammelplätze von den ganzen Leuten, die in den Untergrund geflüchtet ist, kann man sich hin und her bewegen, aber da wird es sicherlich auch zu Konfrontationen kommen. Gespielt habe ich den Titel leider nicht sehr lange. Ich habe damals zwar sehr gerne mal die Demo des Spiels gezockt, bevor es rauskam, aber als das Spiel rauskam, da waren noch ein paar andere Titel auf meinem Radar und aus dem Grund habe ich jetzt nicht sehr lange gespielt. Aber falls ihr Bock auf so einen Diablo-Klon habt, oder eher gesagt auf einen guten Diablo-Klon, dann holt euch unbedingt Hellgate London. Also es ist wirklich ein tolles Spiel. Es ist ja jetzt eher auf Online ausgelegt. Ich überlege gerade, ob es im Netzwerk läuft. Ich schaue mal gerade auf die Anforderungen. Sehe ich jetzt gerade nichts, also gehe ich mal nicht davon aus, aber es lief auf jeden Fall online, mittlerweile wohl nicht mehr. Ist aber auf jeden Fall mal sicherlich ein Blick wert. Also, falls ich euer Interesse mit Hellgate London geweckt haben sollte, wünsche ich euch mit Hellgate London sehr viel Spaß. Besucht auch meinen Kanal, abonniert mich, kommt auf Gameplay Gamers vorbei. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Also, bis zum nächsten Unboxing-Video.